Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder drauf geklickt hast. Heute bin ich im nagelneuen Restaurant La Bohème im Schwabinger Tor, wirklich im Zentrum von München in Neubauten, etwas weiter hinten dran. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, heute zeige ich es euch. Neben mir habe ich den Michael, den Inhaber von dem nagelneuen Restaurant, wobei so neu ist es gar nicht. Ihr habt schon ein paar Tage offen, oder? Ja, ein paar Tage, seit einem Monat ungefähr. 11. April haben wir die ersten Frühstücke geschickt und ja, ist langsam ein bisschen eingespielt, aber es riecht schon noch neu. Frühstück ist ein gutes Stichwort. Ihr habt ja nicht nur Dinner oder Mittagessen, sondern auch Frühstück und ist sogar relativ spät. Wie lange denn? Bis 17 Uhr. Ist ja so alte Schwabinger Tradition, würde ich sagen, und ist auch nicht ganz uneigennütz. Also wir haben das auch sehr gerne früher so gehabt und waren immer sehr frühstücksfanatisch. Was ist denn eure Küche so? Was ist die Philosophie? Was erwartet mich? Am Anfang haben wir immer gesagt, deutsch-französisch, das ist auch unsere Küchenrichtung, aus der wir eigentlich kommen. Ich bin ja auch selbst Koch, bin nur mittlerweile im Service gelandet, wurde aus der Küche rausgeschmissen. Nein, so ist es auch nicht, aber ich bin einfach wahnsinnig gerne am Gast und mittlerweile sagen wir aber einfach geil. So, das ist unsere Küchenrichtung, weil wir wirklich alles machen, was wirklich geil ist, was uns selbst wahnsinnig gut schmeckt, was wir dem Gast gerne präsentieren, Produkte, die wir gerne präsentieren, die wir selbst gerne essen und Küche, die wir selbst gerne kochen und essen. Das Besondere ist ja auch die Einrichtung hier. Wie ist die Einrichtung entstanden? Habt ihr mit dem Designer zusammengearbeitet? Was waren die Vorgaben? Ist ja doch sehr, sehr außergewöhnlich jetzt für Schwabing. Ja, was war die Vorgabe? Ich habe mit zwei Architekten zusammengearbeitet und die Vorgabe war, ich möchte einen Laden haben, der nicht steril ist. Viele Neueröffnungen jetzt sind immer top durchgestylt, durchdesignt. Und man kommt rein und weiß eigentlich gar nicht, ob man sich hinsetzen soll oder ob man nur gucken soll. Und ich wollte, dass man eigentlich von Anfang an reinkommt und so ein gewisses Wohlgefühl hat, so ein Feeling von Wohnzimmer. Man muss eigentlich reinkommen und die Füße auf den Tisch klatschen wollen und sagen, jetzt gerne ein schönes Glas Wein und fertig. Und ich habe gesagt, ich möchte sehr hochwertige Materialien und Naturmaterialien. Also wir haben vollwertigen Eichenparkett, alles echtes Leder, wir haben sehr viel Kupfer verbaut. Und auch gerade von den Farben her, die sind nicht von mir entstanden, die sind von den Architekten gekommen. Ich habe am Anfang gedacht, spinnt ihr? Rot, Kupfer, Braun, keine Ahnung. Und dann noch dieses Malachit. Aber mittlerweile sage ich, ist super getroffen, weil es einfach ein schönes Gesamtspiel ergibt und einfach ganz, ganz toll rüberkommt. Und wir sind das La Bohème. Wir bieten, was ihr braucht, zu welcher Tageszeit. Wir sind immer da. Kommt uns besuchen, es lohnt sich. Das war mein Besuch im La Bohème. Hinter mir seht ihr noch die Baustelle vom Schwabinger Tor. Also wirklich ein brandneuer Restaurant-Tipp von uns. Schaut vorbei. Mittags, Frühstück und abends gibt immer eine tolle Karte. Mein Tipp ist, bestellt à la carte. Es gibt zwar auch ein Menü, aber ich fand es mit dem à la carte heute so fast ein bisschen spannender. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns einen Daumen hoch und natürlich auch ein kostenfreies Abo. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.